Ich scheiß auf euren Krieg und die Bomben schlagen ein. Ich kämpf nur mit Musik, doch bin damit nicht allein. Und ich rufe auf zu einem Kampf für den Frieden mit musikalischer Liebe. Ich scheiß auf euren Krieg und die Bomben schlagen ein. Ich kämpf nur mit Musik, doch bin damit nicht allein. Und ich lade nach, schreibe weiter meine Strophen, bis die allerletzte Note trifft. Das ist eine Message an die Künstler da draußen, an alle kreativen Köpfe, an alle, die daran glauben, dass man viel verändern kann, auch ohne Bomben zu werfen. Wir müssen jetzt zusammenstehen, dann kann die Hoffnung nicht sterben. Ich bin nicht am Leben, um zu folgen. Mann, ich bin am Leben und gebe es für was Neues. Also ladet eure Waffen und schießt nicht mit Patronen. Wir besiegen Krieg mit Musik. Die Ampelkoalition, die sich selber gerne Koalition des Fortschritts nennt, hat vor einem halben Jahr den einen oder anderen Fortschritt im Auge gehabt, den sie in den nächsten 4 Jahren umsetzen wollte. Ich glaube, Ekrem, dein Beitrag hat nochmal deutlich gemacht, dass von diesem Fortschritt nichts, aber auch gar nichts mehr bleibt, sondern genau das Gegenteil eintritt, keine Waffen in Krisengebiete, etc. Dieser Anspruch, das, was da im Koalitionsvertrag geschrieben wurde, davon bleibt nicht mehr, nicht nur nicht mehr, nicht viel über, sondern das Gegenteil wird im Augenblick da praktiziert. Wir haben hier jetzt einige Beispiele gehört, einige Beiträge gehört zur Auswirkung des im Bundestag beschlossenen Rüstungsprogramms. Wir haben die Auswirkungen im sozialen Bereich gehört. Jetzt wäre es vielleicht auch nochmal wichtig, den Aspekt der kommunalen Situation mit einzubinden, zu gucken, wie können wir denn hier auch kommunal, wie kann das umgesetzt werden, was passiert hier auf der kommunalen Ebene, wie sieht die Situation für Migranten in Münster aus. Georgios, du hast da den besten Überblick. Wir würden dich bitten, dass du dazu ein paar Sätze sagst. Hallo? Okay. Erst einmal vielen Dank, Hugo, und vielen Dank, Evgeny. Das muss gesagt werden, weil ohne euch wären wir diese vielen Tage nicht hier. Ohne euch gäbe es nicht diesen kleinen Protest zumindest. Und auch vielen Dank, Ekrem, dass du die Westfälinnen und Westfalen da nochmal aufgerufen hast. Aber ich glaube, die haben ein sehr starkes Sitzfleisch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist wichtig, egal wie traurig es ist. Es ist Krieg und keinen interessiert es. Es ist Krieg und die Menschen sind schon mittlerweile wieder in ihrer Routine. Das ist kein Vorwurf. Es ist vielleicht menschlich, dass man so eine Sache ganz hinten im eigenen Kopf erstmal verortet. Aber das ist genau das Schlimme. Das ist das, was passiert, wenn wir nicht laut werden, wenn wir nicht immer wieder darauf hinweisen. Die Analysen, die hier auch heute vorgetragen wurden, von Katrin, von allen, die hier waren, von Annika oder Anita, das war wirklich vor allem die Situation im Pflegebereich. Das war so klar, so deutlich den Finger in die Wunde gelegt, dass man sich nur am Kopf fassen kann, dass dann eine Regierung 100 Milliarden Euro für Waffen investieren möchte. Und da frage ich mich, wie kurzzeitig muss das Gedächtnis so einer deutschen Regierung sein, mit so einer Geschichte, dass man die 50-jährige Friedenskultur der Bundesrepublik Deutschland über den Haufen wirft, dass man von heute auf morgen sich hochrüsten möchte. Und ohne Spaß, Leute, wenn die Deutschen was machen, dann machen sie das gründlich. Und ich will nicht daran denken, was in 10 Jahren passieren mag, wenn wir nicht weiterhin laut sind und dagegen demonstrieren. Deutschland als ein Land, das bewaffnet ist bis zu den Zähnen. Deutschland ist heute schon, gehört heute schon zu den Top 5 der waffenexportierenden Nationen. Ja?
trotz einer immerhin bis gestern noch friedensrelevanten Politik. Deutschland ist dabei, diese Militärmacht zu werden, vor der wir wirklich alle Angst haben sollten. Daher, ich glaube, es ist zentral, dass wir auf allen Ebenen immer wieder diese problematisieren, dass wir auf allen Ebenen immer wieder den Finger in die Wunde legen, dass wir diese Politik bei der Umsetzung stören, dass wir diese Politik, dass wir davor stehen. Es gibt Menschen auch in allen Parteien, auch bei der SPD, auch bei den Grünen, die das kritisch sehen. Da müssen wir zusammenarbeiten. Wir müssen mit den gesellschaftlichen Gruppen, die das genau auch kritisieren, wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen das sichtbar machen. Also es ist für mich ein als jemand, der als Kind von Migranten hier aufgewachsen ist und diese Friedenskultur in der Bundesrepublik mitgemacht hat, der in Bonn mit 300, 400.000 Menschen für Frieden demonstriert hat. Das ist im Grunde ist das nicht nur eine Zäsur, das ist eine Obszönität, um ein Wort zu benutzen, das man hier vielleicht hoffentlich versteht. Es ist, und weil manchmal fehlen einem die Worte. Ich glaube, wir müssen wirklich sehr aufpassen. Die Geschichte dieser Nation macht mir Angst. Die Geschichte, wenn ich sehe, wie euphorisch die Grünen in Klammer in den Krieg ziehen, dann wird mir schlecht. Eine Friedenspartei, die sich mit der CDU quasi in Wettstreit tritt, wer das meiste Geld für Militär ausgibt, da muss einem bange sein. Aber letzten Endes sind wir eine Demokratie und letzten Endes kommt es auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an. Und darauf müssen wir wirken. Wir müssen aktivieren, wir müssen Menschen gewinnen, damit so eine Politik nicht umgesetzt wird. Vielen Dank und toll, dass ihr immer mit von der Partei seid. Dankeschön. Ja, danke, Georgios. Vielleicht noch mal eine kurze Bemerkung ganz zum Schluss. Die Frage, was können wir erreichen? Ich glaube, diese Frage ist falsch gestellt. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, was wäre, wenn wir nicht hier wären? Wie sähe diese Republik aus, wenn wir nicht die Gegenposition darstellen und dazu nichts sagen würden? Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich bei allen Teilnehmern hier, ganz besonders bei Klaus für die Technik auch nochmal. Danke, Klaus. Toll. Und eben nochmal den Hinweis darauf, es kommt nicht im Augenblick darauf an, die Machtfrage hier stellen zu wollen, weil dazu sind wir relativ wenig. Es ist aber wichtig darzustellen, dass wir hier auch weiterhin präsent sind. Dass wir deutlich machen, jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr Frieden schaffen ohne Waffen, dass wir präsent sind, dass wir mit unterschiedlichen Aktionsformen uns immer wieder an der einen oder anderen Stelle einmischen. Einmischen hier mit einer Kundgebung und an ganz vielen anderen Stellen auch bei Veranstaltungen etc. Vor dem Hintergrund nochmal schönen Dank für euer Hiersein. Und das war's dann für heute. Ich beende hiermit dann die Kundgebung. Danke.